Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Keine Tränen Box von PA Sports. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Keine Tränen von PA Sports, das Ganze am 4. Oktober erschienen. Wir haben hier eine Box in Dunkelgrau und Gold. Das Ganze ist ziemlich groß und auch ziemlich hoch für eine Box. Wir werden mal die Folie abmachen und es dann im Detail ansehen. Und außerdem ist diese Box, zumindest was einen Teil oder ein Feature dieser Box betrifft, echt eine Premiere. Und zwar sitzt die Premiere hier oben links im Eck. Dazu kommen wir dann gleich noch. Wir haben hier eine dunkelgraue Box mit goldenen Mustern hier im Hintergrund, also so goldenen Formen. Dann haben wir hier Life is Pain präsentiert, keine Tränen, PA Sports. Genau dieser ist dann hier auch abgebildet. Brille, Halsketten und die Rolex Daytona hier in Gold eingefärbt, also nicht in Schwarz-Weiß. Ansonsten auch hier unten in Dunkelgrau, rechts zieht sich dann hier noch so die Schulter und der Rücken durch, oben Dunkelgrau und links sieht das Ganze dann so aus. Dann schauen wir mal hinein, der Boxdeckel ist nicht zu klappen, sondern komplett abnehmbar. So, als erstes haben wir hier einmal einen kleinen Stoffbeutel, dann haben wir eine Autogrammkarte. Eine Tasche, das Album Keine Tränen sowie die Bonus-EP Level, die Level-EP. So, von innen die Box hier in weiß gehalten und wenn wir uns jetzt den Boxdeckel ansehen, dann haben wir hier noch ein paar Extras verbaut. Wir haben hier Kabeln, die hier aus dem Boxdeckel ins Innere führen. Also die wurden hier, wenn man sich das ansieht, hier hinten hineingeführt und deswegen ist das hier dann entsprechend verklebt worden. Und dann haben wir hier so ein kleines Plastikding und in diesem haben dann Batterien Platz. Das schauen wir uns dann zum Ende an. Ich würde sagen, wir starten erstmal mit dem Inhalt und dann kommen wir zu dieser Box, zu dieser LED-Hülle. So, dann packen wir die Box mal zur Seite und schauen uns den Inhalt an. Einmal hier diese Tasche in Folie. So, das Ganze zur Seite. Und dann haben wir natürlich noch die beiden CDs. Einmal und zweimal. So. Gut, wir starten immer mit dem Album an sich. So sieht das aus. Es ist das 8. Soloalbum von PA Sports. Hier lesen wir wieder Life is Pain präsentiert, also sein Label. Keine Tränen, PA Sports. Dann haben wir diesen hier abgebildet, aber in einer etwas anderen Pose als auf dem Boxcover. Sieht so aus wie eine Jacke hier mit dem Kragen von Balenciaga. Dann haben wir hier die Sonnenbrille, die etwas, ja, ich sag mal, futuristisch aussieht. Und das Ganze kommt in einem regulären Jewel Case. Hier auf der Seite lesen wir auch nochmal Albumtitel plus Interpret. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist, 15 Stück an der Zahl. Und wir haben Features, bis auf eins alle aus dem Life is Pain Camp. Und zwar ist dieses Fremdfeature, sage ich mal, Motrip. Und die anderen Features, nein, sorry, wir haben auch noch ein Fremdfeature von Ramo dabei. Aber ansonsten sind hier Features drauf von Jamule, nochmals Jamule und Mo Phoenix und Kianush, genau, hier ist Kianush noch dabei. Also, Life is Pain ist komplett vertreten. Credits und Barcode.
Dann schauen wir mal hinein. Als erstes kommen wir zum Booklet. So, wir haben hier PS Sports mit wunderbarer Kopfbedeckung. Dann haben wir hier die Infos zum Album, also die Tracks einzeln aufgelistet, inklusive die Info, wer produziert hat und wer gefeatured wurde. Sehr schön. Also die wichtigsten Infos sind vorhanden. Das Booklet auch wieder sehr farblos in Schwarz-Weiß. Dann haben wir noch die Credits zum Album. Okay. Hier nochmal die Jacke, die wir vom Cover kennen. Und Life is Pain. So, dann packen wir auch das Booklet mal wieder zurück und kommen zur CD. Auch wieder hier in Schwarz, Grau und Weiß gehalten. Und hier auch wieder Life is Pain zu sehen. Dann haben wir mit dabei eine Bonus-EP, die nennt sich Level. So sieht das aus. Life is Pain präsentiert Level PA Sports. Hier lesen wir dann noch EP. Auch hier wieder in Schwarz und Weiß und in einem speziellen Plastikcase. Also es ist kein Jewelcase, aber es ist zumindest eine Plastikhülle und keine Papphülle. Hier auf der Seite lesen wir nichts. Auf der Rückseite sieht das Ganze dann so aus, also durchsichtig, und wir haben hier direkt die Album-CD zu sehen. Hier gibt es die Tracklist, 6 Stück an der Zahl, also plus die 15, wenn wir dann bei 21. Hier dann wieder die Credits. Und so sieht dann die CD aus. Was mir hier jetzt etwas fehlt, was diese EP betrifft, sind hier noch die Infos. Also zum Beispiel, wer die Beats produziert hat, wer gemixt hat, gemastert hat, etc. Das ist hier leider nicht zu sehen und das ist auch hier nur so ein Einleger. Aber ja, sehr minimalistisch gehalten hier. Dann packen wir das hier wieder zusammen. Eine Autogrammkarte ist mit dabei, allerdings, was mich sehr stört, wie wir hier sehen, ist dieses Autogramm hier aufgedruckt. Also keine richtige Unterschrift, sondern in diesem Fall hier bedruckt. Naja. Dann haben wir auf der Rückseite die Social Media Accounts von PA Sports, Instagram, Facebook, Twitter. So sieht das aus, hier kann man den Mann finden. Wir haben mit dabei eine Stofftasche, so ein kleines Stoffbeutelchen in Schwarz. Hier lesen wir Vibes. Und dann haben wir hier eine Sonnenbrille, nochmal in einem Plastikbeutel, in einer Plastiktasche. So sieht die dann aus. Also blau getönte Gläser. Und wenn wir das Ganze mal hier aufklappen, es ist hier auch noch, die Bügel sind ja auch noch irgendwie in Folie. So, also so sieht dann die Brille aus hier, blau getönte Gläser, hier an der Seite in einem, ja, Gold, und hier dann zum Abschluss dieser Plastiküberzug dann in Rosé. Was ich sehr spannend finde, kann man das sehen? Das ist hier wirklich spitz. Also unter diesem Überzug hier ist echt eine Spitze, eine Metallspitze. Okay. Auf dem Glas selber lesen wir hier ganz oben rechts. Ich hoffe, man kann das erkennen. Es ist ganz schwach hier aufgedruckt. Hier oben rechts lesen wir nochmal Vibes. So sieht dann die Brille aus. Also das Etikett der Brille. Und wir lesen hier noch: Das Produkt entspricht Verordnung, alles klar, also irgendwie so UV- und Lichtschutzklasse, Cigarro GmbH, Gewerbepark, Kellerbau, Süßen. Okay, ja, gab es schon diverse Male in Boxen, jetzt haben wir hier eine Sonnenbrille. Ja, ist jetzt vom Stil nicht ganz so meins, also weder die Form noch die Farbe, aber es gibt sicher Leute, die tragen werden. Und als letzten Boxinhalt, wow, das war laut, haben wir dann noch dieses Ding hier. Das ist eine Chestbag, eine Brusttasche. Und zwar ist diese in Weiß und Schwarz. Wir haben hier vorne mal einfach von innen alles hier mit Life is Pain bestickt, designt. Dann haben wir hier vorne so schwarze Gurte, so schwarze Bänder,
die hier einzelne Nahtstellen haben, aber nicht komplett vernäht sind. Bedeutet, hier kann man dann zum Beispiel irgendwie was reinhängen. Keine Ahnung, zum Beispiel die Sonnenbrille. Wenn wir jetzt die nochmal kurz hernehmen, kann man die hier sicher, wenn man hier das so aufbiegt, gar nicht so einfach. So, dann kann man zum Beispiel hier die Sonnenbrille verstauen oder festmachen. Hier unten haben wir noch eine Metallplakette Life is Pain. Die lässt sich hier auch, zumindest in diesem kleinen Feld hier, bewegen. Von der Rückseite ist das Ganze in Schwarz gehalten. Hier haben wir dann noch so vier Plastikverschlüsse, so Schnallen. Und wir schauen mal ins Hauptfach, denn jawohl, hier haben wir dann die Gurte. Auch hier alles Life is Pain Design. Hier haben wir dann auch noch, ist die Frage wofür, hier haben wir noch einen riesen Klettverschluss in der Mitte. Okay. Wieder alles zu. Und dann schauen wir uns mal an, wie das Ganze hier funktioniert. Uiuiui. Okay. Ja, also das dürfte dann wohl das Rückenstück sein. Hier haben wir so ein Netz. Und dann können wir dann hier einmal, zweimal, dreimal und viermal die Sachen hier festklipsen. Ja, und jetzt können wir das Ganze tragen. Um die Schultern, um den Oberkörper, und das ist dann ungefähr so in eurer Brusthöhe, das Ding. Ja, ich bin jetzt generell nicht so der große Taschenträger, aber eine Sache kann ich sagen, das ist definitiv nichts für mich, sowohl von der Optik als auch generell so vom Produkt ist das eher nicht so mein Fall. Ich freue mich schon auf die ersten Menschen, die mir mit diesem Ding hier begegnen. Gut, und zum letzten, ja, Inhalt ist es ja nicht wirklich, aber zum letzten kommen wir nochmal kurz zurück zur Box. Denn wir erinnern uns, ich schulde euch ja noch diese LED-Funktion der Box. Und zwar haben wir hier dieses kleine Fach. Vier Batterien gehen hier rein. Die haben wir hier mit dabei. Dann werden wir das Ganze hier mal öffnen. So, einmal, zweimal, dreimal und viermal. So, also wenn ich es richtig sehe, ja, ist eigentlich immer gleich. Ah, die sind natürlich zu groß. Ich habe hier AA-Batterien und wir bräuchten hier wohl AAA, also AAA. Kleinen Moment, ich schaue mal kurz, ob ich welche finde. So, ich bin fündig geworden. Wir haben jetzt hier viermal AAA. Dann schauen wir mal, ob wir damit mehr Erfolg haben. Packen wir mal den Müll zur Seite. Und dann haben wir einmal, zweimal, so, dann hoffe ich mal, dass das jetzt alles so richtig ist. Und dann schauen wir mal, was hier passiert. Okay, es tut sich jetzt aktuell nichts. So, aber jetzt ist es mir gelungen. So, wir werden jetzt mal, um das kurz zu veranschaulichen, weil so bei Tageslicht, bei Licht macht das irgendwie relativ wenig Sinn, werden wir mal kurz das Licht hier abdrehen und uns dann mal ansehen, wie das Ganze im Dunkeln zur Geltung kommt. So, wir haben jetzt das Licht abgedreht und jetzt schauen wir mal. Jawohl, also so sieht das dann aus. Also wir haben hier so einen Verlauf, so verschiedene Stufen, die hier 1, 2, 3, 4, 5 geschalten werden. Und so sieht das dann aus. Was man jetzt vielleicht nicht so gut hören kann, aber das möchte ich euch auf keinen Fall irgendwie vorenthalten, ist der wunderbare Sound. Moment. Ich hoffe, ihr könnt das hören. Einmal noch.
Ja, also ich glaube, wenn man das so eine halbe Stunde oder so bei sich im Regal stehen hat mit diesem Sound, dann ist man auf jeden Fall fertig mit seinem Leben. Gut, wir werden das jetzt mal abdrehen hier. Und auch wieder das Licht andrehen. Kleinen Moment. Einmal. Und ein zweites Mal. So. Ja, ist prinzipiell eine nette Sache, dass sich da was Neues überlegt wurde und der Boxdeckel, das Boxdesign hier mit diesen LEDs ausgestattet wurde. Finde ich echt schön. Ja, ist eine Spielerei. Ich muss ehrlich sagen, ich lege generell jetzt keinen großen Wert auf solche beleuchtbare Boxen. Gab es ja schon diverse mit irgendwelchen Lampen und Elementen, aber ja, das ist auf jeden Fall ein neues Level. Was ich halt etwas schade finde, ist, dass das Ganze wirklich ausschließlich mit Batterie zu betreiben ist. Bedeutet, das wäre in meinen Augen noch besser gewesen, wenn man das irgendwie an die Steckdose anschließen hätte können. Aber ja, nachdem ich das sowieso nicht verwenden werde mit diesem Licht, sondern sie nur regulär ins Regal stellen werde, machen wir mal die Batterien wieder raus. So. Und dann schauen wir auch mal, dass die hier alle wieder ohne Schäden rausgehen. Gut. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Also, wir haben hier einmal die Autogrammkarte. Wie gesagt, die ist bedruckt. Dann haben wir die Sonnenbrille. Die kommt in diesem Täschchen hier, in diesem Vibes-Beutel. Dann haben wir diese Brusttasche sowie die Bonus-EP, die Level-EP mit 6 Tracks und natürlich das Album mit 15 Tracks, womit wir dann auf insgesamt 21 Tracks kommen. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box. Keine Tränen von PA Sports. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr PA Sports unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.